So, willkommen zu meinem zweiten Boxtalk auf Paskalation. Und heute machen wir das offizielle Unboxing-Video zu Palmos Plastic 2. Den Nachfolger des Klassikers Palmos Plastic von Raf Camora und Bones 18 Raf. Ihr wisst, die Nummer ohne mein Team, Murder. Alles ja, Album ist Platin gegangen. Singles auch viele. Ich glaube, ohne mein Team geht sogar Diamant. Das wären 800.000, ist aber noch nicht safe. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Box an von Palmos Plastic 2. Das Video kommt erst zu spät, weil Amazon mir die Box erst Samstagnachmittag angekommen ist und ich habe es nicht eher geschafft. Und ich würde sagen, gucken wir uns mal die Box an, meine Freunde. Hier ist das gute Stück Palmos Plastic echt groß, Alter. Passt ja kaum irgendwo rein, Digga. Muss man wieder neue Regale kaufen, Alter. Die Videos waren irgendwie besonders Kokain. Ist auch auf Platz 1 gechartet. Du hast ja nur über Drogen geht und Part von Bones so alles alles geht einfach auf 1. Rap übernimmt auf jeden Fall über Risiko und 500 PS und beste dem alles geile Tracks. Ich finde, es knüpft sehr an den ersten Teil an. Aber das Problem ist, dass es im Moment jeder nachmacht seit dem Riesenerfolg von Palmos Plastic. Und ja, das ist das Problem. Aber ich denke, das wird alle Rekorde wieder brechen. Also Gold sage ich mindestens voraus. Und ja, schauen wir mal rein. Ich glaube, ich habe sogar gelesen, dass alle Songs am meisten in Deutschland gehört werden. Bis auf das Intro, das auf Platz 19 irgendwie ist. Das ist schon über krass. Aber mal sehen. Schauen wir einfach mal rein. Was haben wir hier? Okay, dann hätten wir hier einmal das Album. Ja, Palmos Plastic 2. Eigentlich das ist dasselbe Cover wie letztes Mal auch, zumindest diese Foliendecke. Und dann hätten wir 15 Tracks. Features sind einmal Jesus, kennt man ja mit Kokain. Hannibal ist wieder drauf, wie auf 1 auch schon. Diesmal mit Contra K. Mal sehen. Und dreht man auch wieder. Aber könnt ihr euch die Tracklist vielleicht am besten nochmal selbst durchlesen. Ja, ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall pumpen. Heute Nacht. Was hätten wir denn hier noch? Eine EP? Eine EP noch dazu? Mit 6 Tracks. Ja, sogar Maxwell Feature SR4. Ja, war da Maxwell SR4. Das hatte ich auch vermisst bis jetzt. Aber habe mir schon gedacht, dass die dann irgendwie noch vertreten sind. Geil, Alter. Maxwell finde ich krass. Oh Gott, Kätzchen, Hippie. Ich glaube, dass das. Die haben, glaube ich, erwähnt, dass das ein Interview ist. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Aber, muss ich mal reingucken. Aber ich habe gehört, dass da ein Interview drin sein soll. Ich muss sie auf jeden Fall abchecken, Leute. Und was hätten wir denn noch an dieser Box? Oh, hier sind nochmal die Instrumente von Palmos Plastic 2. Für Leute, die krass auf Palmos Plastic selbst abgeben wollen. Was haben wir denn hier noch? Ist das Buch aus der Verrückten von Palmos Plastic, dem Aufstieg von den beiden, von so Rappern, die man kannte, bis zu richtigen Rapstars, Alter. Heftig, wenn man das miterlebt hat. Ja, das sind halt so Erinnerungsstücke mit ein paar Texten und ja, finde ich cool. Und was hätten wir noch?
hätten wir diese Brille hier noch. Also diese Schlafbrille mäßig. Kennt ihr ja. Beste Leben auf jeden Fall. Und zum Besonderen. Der beste Leben. Beutel hier. Also, wenn ihr die Leute seid, die viel dunkler schiebt und so, dürft ihr euch auf jeden Fall mit diesem Beutel nicht rumlaufen. Dafür müsst ihr schon beste Leben gut drauf sein. Das ist wichtig. Also hier, eine beste Leben Zahnbürste. Pink. Dann hätten wir hier ein beste Leben Kondom. Und das hier, kein Plan, was das jetzt sein soll, aber hatet ruhig in den Kommentaren. ja, hier nochmal so ein Zeug. Therme für Jungs, aber für Weiber. Und dann der beste Leben, Nagelknipser. Rasiert. Ja, insgesamt coole Box, gerade mit diesem Beutel und so. Das sind nicht so viele Sachen, die man jetzt so krass. Aber ich muss sagen, ich finde es geil, wenn man sich eigene Sachen einfallen lässt, die es bis jetzt noch nicht gab. Und was gibt's noch zu sagen? Stürmt die Läden, streamt den Song kaputt, holt euch die Boxen, wenn noch welche da sind, supportet die Jungs. Ja, Rav Camora Bones MC, Palmas Plastic 2, werde ich mir jetzt auf jeden Fall auf Dauerschleife gönnen und schreibt mir in die Kommentare zu, wenn ich noch Unboxing-Videos machen soll und ja, ich würde sagen, bis bald, meine Freunde. Peace.